Yo Leute, was geht ab? Mein Name ist Lukas Knopf und ich zeige euch heute 10 simple Mountainbike-Tricks. Wie schon im Intro erwähnt, ich zeige euch heute 10 simple Mountainbike-Tricks. Dafür verwende ich einmal mein Rose Soulfire, das ist ein Freeride bzw. ein Super Enduro-Rad, und mein Hardtail Dirt Jump Bike von Rose, das The Bruce. Die ganzen Tricks, die ich euch zeige, sind aber auch auf einem Downhiller möglich, auf einem vollwertigen Enduro, Slopestyle. Einige könnt ihr auch zum BMX adaptieren. Ihr könnt alle Tricks eigentlich auf allen Rädern durchführen. Wenn ihr Bilder von euren Tricks macht oder eure Tricks filmt und ihr mir die zeigen wollt und eventuell euch noch einige Tipps abholen wollt, dann hashtaggt LukasKnopfBasics und taggt mich mit @LukasKnopf auf Instagram. Und dann kann ich mir eure Tricks mal angucken, hier und da einen Tipp geben. Vielleicht kann auch die Community einfach mal unter dem Hashtag gucken und dann könnt ihr euch auch gegenseitig helfen. Und wir beginnen mit Trick Nummer 1, dem Drop. Ich finde, dass der sehr vielseitig anwendbar ist. Ihr findet Drops in Bikeparks. Ihr findet aber auch Drops beim Streetfahren, wenn ihr einfach nur irgendwelche Treppen heruntergappen wollt. Oder wenn ihr Skatepark fahrt, dann findet man auch hin und wieder Obstacles, die sich anfühlen wie ein Drop. Tipp Nummer 1 von mir, ihr müsst euch vorher auf jeden Fall das Gap angucken, was ihr fahren wollt. Und wisst damit dann, wie lang denn der Drop ist, wie hoch der Drop ist. Und dann fahrt ihr mit einer relativ moderaten Geschwindigkeit an. Und ich würde euch dann empfehlen, nicht den Fehler zu machen, euch von dem Drop einfach fallen zu lassen, sondern mein Tipp an euch ist, leicht das Vorderrad anzuheben, fast schon wie ein Bunnyhop abzuziehen. Nicht wirklich nach oben zu poppen, aber mit dem Vorderrad zuerst abzuziehen. Dann verlässt das Hinterrad als letztes den Drop und ihr habt eine aufrechte Haltung in der Luft. Setzt dann wieder ganz leicht, vielleicht mit dem Hinterrad zuerst auf und dann mit dem Vorderrad rollt in die Landung. Und ihr habt den Drop gemeistert. Was natürlich auch top zum Üben ist, sind zum Beispiel solche Drop-Batterien, wo ihr euch beim ersten Mal dann eben erst so einen kleineren Drop vornehmt. Dann nehmt ihr den größeren und dann den nächstgrößeren. Dann könnt ihr das perfekt üben. Auch gut zum Üben ist einfach nur eine Bordsteinkante. Trick Nummer 2 ist, glaube ich, der größte Feind von den Bikepark-Betreibern. Und zwar ist das der sogenannte Berm Roost. Wofür ihr euch einfach einen Anlieger sucht, dann mit Vollspeed reinfahrt, die Bremse zieht und ordentlich Staub aufwedelt. Der ist eigentlich gar nicht weiter schwer, macht aber eine Menge Spaß und vor allem die Videos und Fotos davon sehen einfach nur geil aus, wenn es komplett Staub aufwirbelt. Hierfür würde ich schneller als sonst in die Kurve fahren. Habt schon den Finger an der Bremse, damit ihr bereit seid für den Roost, für den Drift. Dann fahrt ihr nicht ganz am Kurveneingang in die Kurve, sondern cuttet die ein bisschen später rein, den Fuß von der Pedale und schmeißt euer Gewicht über das Hinterrad aus der Kurve raus, macht einen ordentlichen Roost, nehmt den Fuß dann wieder auf die Pedale und fahrt weiter. Für den Trick Nummer 3 ist der Pump Trick hinter mir genau richtig, der sogenannte Surfer bzw. der Manual Surfer. Dafür wird der manuell vorausgesetzt, praktisch das auf dem Hinterrad fahren ohne treten, sondern nur mit ausbalancieren. Und es ist auch eine Methode, nochmal ein bisschen extra Speed zu gewinnen, weil man mit dem Hinterrad nochmal extra Schwung rausholen kann. Ihr poppt das Vorderrad aus dieser gebeugten Haltung nach oben, geht dann leicht nach hinten über den Sattel, habt die Beine auch angewinkelt und dann balanciert ihr das Ganze immer aus mit dem Finger an der Bremse und mit den Armen, indem ihr diese durchdrückt, wieder ranzieht. Genau dasselbe gilt für die Beine. Wird dann immer das Vorderrad kontrolliert oben gehalten, so lange, bis ihr eventuell keinen Schwung mehr habt. Und an diesen Wellen macht ihr dann nichts anderes, als dass ihr euch von dieser Welle so leicht nach hinten poppen lässt und dann versucht ihr einfach in der manuellen Bewegung die nächste Welle und die nächste Welle mitzunehmen. Den vierten Trick, den ich euch hier an diesem Table zeigen will, ist der Suicide No Hand. Der sieht wie folgt aus.
Ihr springt ab, klemmt mit euren Knien den Sattel, nehmt die Hände vom Lenker, streckt diese so nach hinten weg, den Brustkorb bzw. das Kinn circa über dem Vorbau, damit ihr weiterhin den Schwerpunkt übers Fahrrad haltet und versucht, die Arme so nach hinten durchzuschwingen und die dann wieder vorne ranzunehmen. Das ist auf jeden Fall ein fortgeschrittener Trick. Würde ich euch auch empfehlen, das Ganze erstmal so zu üben, dass ihr erstmal nur rausspringt, nur die Knie klemmt und dann nach und nach die Hände mal öffnet, immer weiter wegnehmt, immer weiter, und irgendwann sind die dann so geil, dass ihr euch sogar noch ein bisschen nach hinten fallen lassen könnt, den Schwerpunkt hier vom Vorbau wegnehmt, euch nach hinten durchhängen lasst. Tastet euch da von mir aus auch gut und gern ran und macht den erstmal nur im sogenannten Flyout, also springt auf den Table, nehmt die Hände weg und landet. Und dann, wenn ihr den richtig gut drauf habt, macht den über den kompletten Sprung, über die komplette Länge. Wenn euch der Suicide No Hand gut gelingt, dann ist Trick Nummer 5 für euch auf jeden Fall auch was Geiles zum Lernen. Und zwar ist das der sogenannte Seat Bounce No Hand. Auf Deutsch, man lässt sich also vom Sattel wegbouncen beim Absprung. Das zeige ich euch mal, wie das aussieht. Und dann nimmt man eben mit genau diesem Absprung in der Luft noch die Hände weg. Ihr könnt euch da auch sehr gut rantasten, weil ihr könnt einfach erstmal den Seat Bounce üben. Was ihr wie folgt macht: Ihr fahrt auf den Absprung zu, setzt euch kurz davor auf den Sattel und lasst euch dann einfach nur vom Absprung raustreiben. Ihr müsst da eigentlich nichts anderes machen, wie wenn ihr normal abspringt. Ihr habt genau dieselbe Haltung. Es geht auf jeden Fall ein bisschen komischer, dadurch, dass ihr auf einmal auf dem Sattel sitzt und nicht darüber steht. Und wenn das gelingt, dann müsst ihr einfach nur wie beim Suicide No Hand das Kinn wieder circa über dem Vorbau lassen, nehmt die Hände weg, wieder ran, visiert die Landung an und fahrt weiter. Ihr habt Trick Nummer 5 gemeistert. Trick Nummer 6 zeige ich euch erstmal wieder auf dem Hardtail, und zwar ist das der Foot Plant oder der Fast Plant. Ihr nehmt den Fuß sozusagen von der Pedale und macht wie einen Schritt oben auf dem Table. So. Zieht das Fahrrad nach, setzt den Fuß wieder auf die Pedale, landet wieder in der Landung. Viel mehr gibt es dazu nicht zu erklären, außer dass ich den linken Fuß vorn habe und auch mit dem linken Fuß diesen Footplant mache und das Fahrrad immer ganz leicht dann noch in diese Richtung drückt. Ja, bringt irgendwie mehr Kontrolle und sieht auch auf jeden Fall ein bisschen stylischer aus, wenn das Fahrrad ein bisschen quer liegt. Das Ganze könnt ihr auch einfach im Flat probieren, einfach erstmal diesen Footplant zu machen, und dann geht ihr eben zu so einem Table und macht ihn da. Trick Nummer 7 ist der Crankflip. Man könnte ihn auch den Barspin des Big Bikes nennen. Die Kurbel dreht sich also 360 Grad nach hinten. Und ich habe den Crankflip schon mal in einem Bike-Trick-Video erklärt, damals im Bunnyhop. Und ich würde euch auch als Vorübung empfehlen, bevor ihr den Crankflip auf einem richtigen Sprung macht, müsst ihr natürlich erstmal springen können. Und ich würde euch auch empfehlen, diese Grundübung schon zu beherrschen, den Crankflip praktisch im normalen Fahren schon drehen zu können. Und noch besser wäre es, wenn ihr den Crankflip schon im Bunnyhop beherrscht. Nochmal ein paar Tipps von mir, wie ihr den Crankflip optimal durchführt. Ich würde euch wieder so eine Position über dem Rad empfehlen, nämlich dass euer Kinn über dem Vorbau ist. Somit habt ihr eine aufrechte Haltung über dem Rad. Und damit sich die Kurbeln auch nach hinten drehen, müsst ihr ganz leicht mit euren Füßen die Pedalen anheben. Das macht ihr, indem ihr leicht die Füße nach vorne neigt und diese dann anhebt. Und dann gebt ihr in dieser Bewegung einen Kick nach hinten und die Kurbeln kommen 360 Grad rum und ihr müsst sie nur wieder auffangen. Aber wenn ihr genau diesen Punkt mitbekommt, wo ihr die Kurbeln anspinnt, dann habt ihr den Crankflip eigentlich schon gelernt, habt ihn in der Tasche, der Barspin des Big Bikes. Trick Nummer 8 ist super vielfältig anwendbar, egal ob im Bikepark über einen Table, über eine Welle oder beim Streetfahren, über wie eine kleine Bank, genauso einsetzbar im Skatepark, und zwar ist das der Nosebonk. Relativ selbst erklären, ihr bonkt einfach mit der Nose, also mit der Nase auf einem Hindernis, und mit dem Bonk ist also kurze Berührung gemeint. Ihr springt also, wenn das der Table ist, springt ihr ab, setzt kurz das Vorderrad auf und
zieht euch dann wieder so ab und landet. Ihr braucht auf jeden Fall schon gute Grundkenntnisse, was das Springen angeht. Ihr müsst euch bloß in der Flugphase getrauen, mit dem Lenker nach unten zu gehen und das Vorderrad praktisch kurz auf den Table zu bouncen. Und dann zieht ihr aber aus diesem Bonk das Fahrrad wieder ran, macht daraus wie so ein kleinen Bunnyhop, damit ihr wieder in die Landung kommt. Der neunte und damit vorletzte Trick ist der, der unter dem letzten Bike-Trick-Video am meisten nachgefragt wurde. Und zwar ist das der Moto-Whip. Sieht einfach geil aus, ist stylisch. Tipp Nummer 1 von mir ist, dass ihr euch einen Sprung raussucht, der euch echt gut liegt, auf dem ihr euch super wohl fühlt. Tipp Nummer 2 ist, dass ihr euch für eine Seite entscheiden müsst. Dafür würde ich euch empfehlen, einfach mal den Sprung zu springen und anzutesten, in welche Richtung ihr euch denn wohler fühlt. Bei mir ist es nach rechts. Also praktisch das Vorderrad geht nach rechts und das Hinterrad schwenkt nach links aus. Und ich habe den linken Fuß vorn. Vielleicht hilft das einem, wenn er den rechten Fuß vorn hat, dass er dann eben mit dem Vorderrad nach links und mit dem Hinterbau nach rechts wippt. Was ich euch noch empfehlen kann, ist einfach mal die Wippbewegung im Stand nachzumachen. Nehmt also euren Lenker in diese eine Richtung, wo ihr euch entschieden habt hinzuwippen. Schwenkt den Lenker nach da. Im selben Moment dreht ihr eure Hüfte mit ein, sodass der Hinterbau rumkommt. Der Blick bleibt aber weiter geradeaus. Dann zieht ihr mit den Armen wieder in die Richtung Landung zurück. Die Hüfte kommt auch zurück. Ihr visiert die Landung an und fahrt den Whip aus. Ihr werdet dafür einiges an Übung brauchen, bis der perfekt klappt. Also geht raus, habt einfach Spaß und die Erfolge werden kommen, je öfter ihr den Whip übt. Wir sind beim 10. und somit beim letzten Trick angelangt. Und zwar ist das der Ninja Drop, wo ihr vom Fahrrad abspringt, das beim Sattel packt und dann hier reinspringt. Ihr kommt angerollt, springt vom Fahrrad ab, greift das Fahrrad am Sattel, werft dann das Fahrrad leicht mittig nach vorn und unter euch. In derselben Bewegung springt ihr mit dem hinteren Fuß ab und zieht den innenliegenden Fuß, also der Fuß, der zum Rahmen liegt, über das Fahrrad, sodass ihr dann hier drüber springen könnt, auf die Pedalen und die linke Hand oder die rechte Hand, je nachdem wie ihr das macht, greift wieder den Lenker. Ihr müsst auf jeden Fall gelenkig sein wie ein Ninja, um das Ganze relativ flüssig hinzubekommen, aber ich würde euch empfehlen, das Ganze erstmal nur im Flat zu üben oder von ganz kleinen Hindernissen, wie zum Beispiel kleinen Holzobstacles. Und dann könnt ihr eben zu diesen größeren Hindernissen gehen, wie zum Beispiel diesen Drop hier im Bikepark. Ich wünsche euch viel Spaß und viel Erfolg dabei, die Tricks zu lernen. Und ja, wenn ihr noch Anregungen habt für Tricks, die ich vielleicht beim nächsten Mal vorstellen soll, dann lasst mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Es wäre cool, wenn das Video irgendwann die magische Marke von 10.000 Likes erreicht. Das wäre der absolute Hammer. Also wenn es euch gefallen hat, dann hittet den Like-Button. Außerdem kommt bei meiner Clothing Brand, bei meiner Merch-Marke themotionbrand.com bald neuer Merch raus. Folgt einfach themotionbrand auf Instagram oder checkt einfach ab und zu mal themotionbrand, die Homepage, um da up to date zu bleiben. Haut rein, peace.